Liebe Schwestern und Brüder, wir haben uns hier in unserer gottesdienstlichen Versammlung möglicherweise schnell darauf geeinigt, dass die Kirche heute mit dem Pfarrer von Ars einen großen Heiligen feiert. Aber selbst unser einhelliges Urteil hier heute Abend täuscht nicht darüber hinweg, dass man diese Meinung auch in der Kirche keineswegs immer und überall teilt. Der Pfarrer von Ars ist bis heute eine umstrittene Figur. Bis dahin, dass man in jüngster Vergangenheit in den höchsten Kreisen verhindert hat, dass er zum Patron der Priester erklärt wird. Benedikt XVI., der das versuchte, wurde daran gehindert. Warum ist das so? Es gibt Ängste, die im Hintergrund stehen. Zu sagen, kann man denn wirklich einen, der nicht richtig in der Lage war zu studieren, kann man den denn wirklich zum Leitbild von Priestern erheben? Und man darf das nicht einfach wegwischen. Eine umfassende Bildung ist ein hohes Gut, übrigens nicht nur für Priester, aber auch für sie. Aber man kann das nicht alles auf diese Ängste reduzieren. Wenn wir tiefer versuchen zu blicken, um diese Figur des Pfarrers von Ars, um diesen merkwürdigen Johannes Maria Vianney zu fassen, ihn zu verstehen, zumindest ein wenig uns ihm anzunähern, müssen wir doch eigentlich zugeben, er passt in kein Schema. Er passt in kein Schema unserer lateinischen Kirche. Und wir müssen ein wenig über die manchmal leider selber verursachten Gräben und Zäune hinwegsehen, um zu verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Denn wenn wir unseren Blick ausweiten auf andere christliche Denominationen und vor allen Dingen, das wird jetzt hier niemanden überraschen, nach Osten, dann finden wir sofort eine Erklärung für das, was Johannes Maria Vianney war und bis heute ist. Die Orthodoxen hätten ihn einen Starzen genannt. Einen, der in der Askese geschult war und dem alle Gaben von Gott geschenkt sind, aufgrund seiner Lebensweise die Herzen der Menschen zu kennen, sie zu unterweisen und dadurch zu einem Magnet wird, bis heute. Denken wir an einen Seraphim von Sarow oder wie alle die großen Heiligen heißen, auch der neueren Zeit. Es ist fast die gleiche Zeit übrigens wie der Pfarrer von Ars. Hier erschließt sich auf einmal alles. Und ist es wirklich von ungefähr, dass es ein Mönch ist, der sein Kloster verloren hat, der zu seinem großen Mentor wird, des Pfarrers von Ars, als ihn keiner will, als ihn keiner nehmen will, dass er ihn schult, dass er ihn unterweist, er ihn unter seine Fittiche nimmt und ihn fördert, wo er nur kann? Wenn wir ihn zu sehr einengen, unseren Heiligen, unseren großen Heiligen, auf dieses Dorfpfarrer sein, dann kommen wir eigentlich nicht recht weiter. Dann müssen wir ihn historisch entsorgen, weil wir sagen, na ja, jetzt haben wir bald die Pfarreien der Zukunft, da passt er natürlich dann nicht mehr rein. Mit seinem kleinen, knusseligen Dorf, das er da hat. Von Säufern, Ehebrechern und anderen krummen Gestalten. Das geht natürlich in diesen großen Einheiten nicht mehr. Also weg mit ihm. Es wäre ein großer Kurzschluss. Im Gegenteil, es stehen viele Fragen auf, die wir uns hier stellen müssen angesichts dieser Figur. Mehr Fragen, als wir möglicherweise Antworten parat haben. Warum ist in der lateinischen Kirche, zumindest hierzulande, de facto das, was wir am Pfarrer von Ars erleben, was Menschen anfassen konnten, erfahren konnten, das, was wir früher geistliche Vaterschaft nannten, ausgestorben? Es gibt sie nicht mehr. Sie wird ja auch bekämpft, sie wird ja auch verleugnet. Man muss sich nur einmal durch die Seiten der Bistümer blättern. Doch gibt es geistliche Begleitung von allem und jedem. Das ist aber nicht geistliche Vaterschaft. Weil das ist etwas, was man nicht lernen kann. Das kann man nicht in 4 Wochen Kursen sich eben mal aneignen und dann ist man in der Lage, Menschen zu begleiten. Welch ein Irrtum. Ein großer geistlicher Irrtum. Und so ist es ja auch alles. Unfruchtbar. Es ist unfruchtbar. Und solange wir nicht der Wahrheit ins Auge blicken, wird sich auch daran nichts ändern, an dieser Unfruchtbarkeit.
Es ist alles gut gemeint. Es ist mit viel Energie versehen, übrigens immer auch mit viel Geld und trotzdem unfruchtbar. Der heilige Pfarrer von Ars hat nie irgendwelche Kurse absolviert. Er wurde auch von seinem Bistum nicht finanziell groß unterstützt. Man schaue auf seinen Speiseplan, auf seinen Tagesablauf, auf das, was ihm wichtig war, die Akzente, die er gesetzt hat, um zu entdecken, wo Fruchtbarkeit liegt. Nicht in kirchensteuerfinanzierten Programmen, nicht in Pastoralplänen, sondern in Gestalten wie er, die sich durch eine Lebensführung dem Geist Gottes überlassen. Das nannte die alte Kirche einen Pater Pneumatikos, einen Geistträger. Eben, wie unsere Schwestern und Brüder aus der Orthodoxie sagen, einen Starzen. Wir finden einen solchen in ihm. Und deshalb bleibt er bis heute irgendwie ein Fremdkörper bei uns, solange wir nicht anfangen, in einer solchen Gestalt die Chance zu entdecken, die darin liegt, in einer solchen Lebensweise. Auch um den Preis des Verkanntwerdens, des lächerlich gemacht werdens, dass, wenn man solche Sätze sagt, sagt man, ja, das ist halt, wird sofort in eine Schublade entsorgt und damit ist der Fall erledigt. Aber so einfach ist es nicht. Es bleibt so lange nicht so einfach, bis man den Gegenbeweis antreten kann, dass die Kirche wieder fruchtbar ist. Müssen wir nicht neidisch werden, wenn wir nach Russland schauen, wo selbst die Sowjetära es nicht geschafft hat, bei einer sehr scharfen Verfolgung unterschiedlichen Wellen bis hin in die letzte große Welle unter Khrushchev in den 50er, 60er Jahren, dass dieses Institut, dieses geistgewirkte Institut in versteckten Klöstern überleben konnte und bis heute fruchtbar ist. Jede Woche werden Kirchen eingeweiht. Die Klöster platzen aus allen Nähten. Das kommt nicht von ungefähr. Das hängt auch nicht mit einer Politik im Kreml zusammen, sondern mit geistlichem Leben, das den Namen wert ist, den es trägt.